Tag, ich bin Heidrun Finke, eine Oboistin aus dem Staatsorchester Darmstadt. Und ich möchte heute etwas über mein Instrument erzählen. Das heißt hauptsächlich über das Rohr, weil ich spiele ein Doppelrohrblattinstrument. Und das ist eine, finde ich, ganz interessante Sache, über die meisten Leute gar nichts wissen. Instrument für sich ist hier, das ist ein schwarzes Ebenholz oder fast schwarz aus Afrika, ein sehr hartes Holz. Das muss alle diese vielen Löcher für die Streben aushalten, wo reingebohrt wurde, also Schrauben drin sind. Das muss die Löcher für die unter den Klappen aushalten, das sind nämlich Tonlöcher. Und dann eben noch das Reinblasen mit feuchter, warmer Atemluft, egal wie die Außentemperatur ist. Ja, aber wenn man da so reinbläst, kommt eigentlich ja nur heiße Luft. Das heißt, dieses ist eigentlich nur der Resonanzkörper, also nur in Anführungsstrichen, auf den man die verschiedenen Tonhöhen spielt. Je nachdem, wie viele Löcher man zumacht, kommen tiefere oder höhere Töne. So, aber der eigentliche Klang wird mit diesem kleinen Rohr produziert. Das besteht aus Schilfrohr. Und das Schilfrohr in diese Fassung zu bringen, wie es jetzt hier fertig aussieht, ist ein mühsamer Weg, den ich gleich zeigen werde. Und das kommt dann auf so eine Metallhülse, wo unten der Kork dran ist. Und die steckt man dann hier oben in die Uhr rein. Jetzt spiele ich einmal nur auf dem Rohr. Also da sind überhaupt mal richtige Töne zu hören, vielleicht sogar ganz lustige. Genau. So, nun wollen wir das mal. Ja, das war der Anfang von Benjamin Britten, Pan für Oboe Solo. So, wir fangen jetzt ganz von vorne an. Also man bestellt als erstes eine Kiste Rohrholz. Das ist, sieht ungefähr dann so aus. Das sind also die oberen Spitzen von Schilfrohrstangen. Die wachsen an der Côte d'Azur, da sind große Plantagen. Jedenfalls wir bestellen das dort, also wir bestellen bei Zwischenhändlern. Und wir brauchen diesen kleinen Durchmesser, 1 cm. Der ist für Oboenrohre ganz am geeignetsten. Ja, jetzt muss ich das mal dritteln, weil was soll ich mit so einer dicken Stange da anfangen? Zack, hier sind 3 Messer. Und wenn man die da drauf drückt, auf das Holz. So, ja, ich muss das auch festhalten. Ja, dann spaltet man das in 3 Teile. Jetzt schaue ich schon zum ersten Mal, ob das Holz überhaupt zu gebrauchen ist. Also dieses schon mal nicht. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Das ist schon ein bisschen verdreht von sich aus, krumm gewachsen. Oh ja, außerdem lässt es sich biegen, obwohl es noch so dick ist. Also ist es viel zu weich. Das könnte sogar gehen. Dass man die gerade, möglichst gerade Stelle raussuchen. Da kommt dieses Gerät zum Einsatz. Das hat hier eine Guillotine, um es auf die richtige Länge zu schneiden. Da geht es auch ein bisschen krumm. Also ich schneide mal ein bisschen von dem Ende ab. Und dann hier bis zum Anschlag schieben. So. Jetzt haben wir das schon ein bisschen
sag mal, domestizieren. Das Holz. Ja, was haben wir da für eins? Oh, auch zu weich. Knackt, lässt sich biegen. Ja. Mal sehen. Man muss nachher immer wieder testen. Aussortieren ist dann eine der wichtigsten Aufgaben. Naja, aber eigentlich ist das weg. Ist dann Zeitverschwendung, wenn man das immer alles verwendet. Ich habe hier, ja genau, hier hatte ich schon welche vorbereitet. Die sind eben auch so gummimäßig. Aber ich hatte doch schon was. Ah, hier, das ist hart genug. Das können wir mal auf die richtige Länge schneiden. Ja. So, jetzt kommt der Vorhobel dran. Dieses Gerät. Also es gibt also ein bisschen unterschiedliche Geräte. Jeder hat da sein System und seinen Händler, wo er seine Sachen kauft. Also das kommt jetzt hier rein, tief in das Bett gedrückt, ein bisschen so. Und dann drehen und schon wieder verschwindet ein Teil von überflüssigem Holz. So, hier haben wir jetzt ein vorgeholtes Holz. Ja, sind immer noch einigermaßen stabil, werden dann in Wasser eingeweicht, weil jetzt geht es ans richtige Hobeln. Aha, das ist aber viel zu weich. Also wenn sie erstmal nass sind, dann muss man nochmal kontrollieren, ob sie zu gebrauchen sind. Jetzt wollen wir mal die vorgehobelten von innen auf die richtige Stärke aushobeln. Ja, hier haben wir eins, was noch Widerstand leistet. Das heißt, es ist tauglich. Es kommt hier in dieses Hobelbett. Es wird da so eingespannt. Ein bisschen reindrücken, an den Enden fixiert. Und mit diesem Messer wird das jetzt innen ausgehobelt. Und wie da kommt der berühmte Platz, ich drehe es gleich um, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also hier kommen die ganzen Späne raus. Ich drehe es mal um jetzt. So, ja, und dann drehe ich es immer noch mal um und gucke, ob das Messer von der anderen Seite noch eine Farbe erreicht. Genau. Machen wir gleich mal noch eins. Vielleicht weiche. So, einspannen. Und wenn es zu wenig kommt, dann ist es auch ziemlich weich, aber naja, man sieht sowieso erst am Ende, was rauskommt. Das flutscht schön. Also das heißt, es springt zurück in die Ausgangsposition und das muss das fertige Rohr auch ausmessen. Wie dick ist es denn nun geworden? Zack. Hier ist es ziemlich dünn. Hier wird schon gut. Das ist ja fast perfekt. Das ist fast über das ganze Rohr bis auf 1/100 Millimeter gleich. Also man kann hier sehen, die Messuhr, die misst also im 1/10- und 1/100 Millimeter Bereich. Man muss die Mitte messen, wie dick es dann da ist. Moment, rückwärts.
Komisch. So, hier hatten wir ja eins schon auserkoren. Jetzt wird die Fasson geschnitten. Dann messe ich, also das ist immer 7,6 mm lang. Das bedeutet, nach Adam Riese ist die Mitte bei 3,8. Zack. Das wäre hier ungefähr einritzen, weil die harte Schale von außen, die muss man da also vorher einritzen, sonst würde das jetzt brechen, mein Kitten. Naja, ist nicht ganz gleichmäßig. So, jetzt müssen wir hier möglichst die Mitte finden. Fixieren. Das ist ein sehr altes Modell von Fassonschneider, aber geht. So, fixiert. Dieses Messer. Jetzt steht ja hier auf beiden Seiten Holz über, also von dem ausgehobelten. Und alles, was übersteht, über diese Form hinaus, welches die Fasson ist, wird abgeschnitten. Ja, so, da haben wir eine Fasson. Ein bisschen hier auch einritzen, die Schale, damit es nicht so leicht spaltet später. Hier sind mehrere schon vorgeschnitten, weil nur mit einem Stück Holz kommt man nicht weit. Man muss immer von jedem Prozess gleich mehrere machen. Ah, eine Zwinge muss ich noch herstellen. Also Draht. Brauchen wir wieder den Dorn, den Obondorn als Maß. Ist auch nicht alles wirklich gut zu erkennen. Jetzt das umkippen, da reinstecken. Die sind schon alle auf der Hülse und die liegen da schon über einen Tag. Das bedeutet, das Holz ist getrocknet und das ist jetzt hier ziemlich lose, weil diese Zwinge jetzt wieder Spiel hat. Jetzt muss ich das nachziehen, nachjustieren. Also es sollte ja möglichst auf beiden Seiten geschlossen sein. 45 mm Hülse. Das kann man ein bisschen hochschieben. Genau, bin jetzt zufrieden, das sieht ziemlich gut aus. Auf jeder Seite sieht es so gut wie geschlossen aus. Die Längenverhältnisse stimmen. So, jetzt wird das gewickelt. So, jetzt festziehen und ja, möglichst, dass es gerade bleibt und nicht verrutscht. Möglichst dicht an dicht das Garn wickeln.
möglichst keine Lücken mehr zwischen lassen oder über das vorige rüber. Ich messe es immer gerne nochmal nach, ob das stimmt. Ja, prima. Dabei hat man die ganze Zeit, muss man festziehen, damit es schön fest sitzt. Ich nehme jetzt hier durchsichtigen Nagellack, um das weiter zu fixieren. Sonst könnte sich das ja nach und nach wieder auflösen. So, das machen wir, die Zinge brauchen wir nicht mehr. Das lassen wir jetzt einfach trocknen, diesen Nagellack. Jetzt möchte ich, dieses habe ich jetzt eben erst ins Wasser gestellt, das möchte ich noch einen Moment lassen, weil wenn man jetzt mit dem trockenen Holz arbeitet, dann kann es ganz leicht brechen. Weil da kommt jetzt gleich der allerletzte Prozess. Jetzt hoffe ich mal, dass das Rohr da soweit ist. Ist jetzt hier keine Katastrophe passiert. Den Faden kann man mal abschneiden, dann hängt da nicht so viel rum. Wir sehen jetzt ja hier immer noch, das ist eigentlich immer noch das eine Stück Holz und das ist oben noch geschlossen. Und jetzt kommen wir endlich dahin zu den zwei Hälften, indem wir da vorne etwa einen Millimeter abschneiden. Ist gerade, ja. Zack. Ist wie ein Fingernagelklipser. Ja, sehen Sie, und jetzt steht es auf. Jetzt haben wir zwei Hälften. Also zwei Schilfblätter. Ja, ja, dafür gibt es jetzt wieder einen anderen Hobel, nämlich den Außenhobel. Jetzt schieben wir das hier über eine Zunge. Also wir hobeln jetzt die Bahn, bedeutet, hier ist noch die ganze Schilfrohrschale drauf und hier sieht man, vorne ist keine mehr. Und das ist auf eine ganz bestimmte Weise entfernt worden. Das geht jetzt gleich mit diesem Außenhobel, damit das Holz dann in die Lage kommt zu schwingen. Wenn das zu dick ist oder an den falschen Stellen zu dick, an den falschen zu dünn, dann schwingt es nicht, klingt es nicht, geht vielleicht, fängt gar nicht erst an oder ja. So, mal kurz zeigen. Auf dieser Schablone, die ist hergestellt worden von einem alten Rohr von mir, von dem, der diese Maschinen baut. Da ist praktisch die Bahn von einem Oboenrohr, wie ich darauf gut spielen kann, ist hier wie sagt man da, in Metall gegossen oder wie auch immer. Also das ist dann eben immer die gleiche. Und deswegen ist das eben der große Vorteil von so einem Hobel. Man kann das jetzt auch alles mit der Hand abschaben. Das habe ich früher auch gemacht natürlich. Man hat nicht gleich alle diese Maschinen, die kosten auch Geld. Aber wenn man den dann hat, dann hat man eine gewisse gute Grundlage für das fertige Rohr. Dann kann man nirgends zu viel wegschnitzen zum Beispiel. So. So, wenn man jetzt darüber geht, hier ist das Messer, hier ist die Kugel. Die Kugel tastet es hier ab und das Messer schneidet dann immer so rüber ab. Und um das Bank oder was auch immer das ist, die dreht sich so hin und her, sodass das Messer überall hinkommt, weil ich die hier drehe. Gleich. Das geht so ziemlich gleichmäßig. Und dann kommt jetzt gleich der Moment. Ja, hier fallen auch wieder Späne.
das wäre mal eine Seite. Also vorsichtig, ist alles ein bisschen. Ein bisschen vielleicht trocken geworden. So, und das auch noch. Jetzt kommt man die Späne. Der große Moment, die Späne, die sind da dazwischen, das sind jetzt nur ganz kleine, wie man sieht. Jetzt kann man da reinblasen und feststellen, ob die ganze Arbeit sich gelohnt hat. Also es kräht, wunderbar, es gibt Töne. Ich würde sagen, sicher kein ganz hervorragendes Schreibexemplar, aber eins, auf dem man spielen kann. Und das wird dann jetzt sowieso noch immer weiter gearbeitet, aber das kann man noch nicht alles zeigen, weil das ist jetzt ein Prozess von mindestens von Tagen in ganz kleinen Abschnitten, dass man da, wo die Poren etwas wieder aufstehen, wenn man das Holz in Ruhe liegen lässt, arbeitet es. Wir sagen immer, es wächst nach. Natürlich wächst da nichts mehr wirklich. Aber diese aufstehenden Poren, die nimmt man dann weg. Dann steckt man da so eine Zunge rein, damit man eine Arbeitsfläche hat sozusagen. Und mit diesem wunderbar scharfen Messer, ich sehe schon hier an der Ecke, ist noch viel zu viel auf der Ansprache sitzen geblieben. Das macht man jetzt mit der Hand. Also ohne, dass ich jetzt schon gemessen habe, das kann man schon mit bloßem Auge sehen, da ist recht viel. So, und das andere wird sich im Laufe der Zeit herausstellen. Ja, irgendwie ist hier das Messer nicht hingekommen. Aber das macht nichts. So. Nochmal. Das ist eigentlich dicht. Ja, nicht schlecht. Ja, aus der Halle des Bergkönigs, was wir immer im Soundkitchen Orchester spielen. Also, das ist das erste Rohr, was jetzt hier aus dieser Produktion stammt und was zumindest brauchbar ist. Das ist schon mal gut, weil es kann auch sein, dass von all den 10 Rohren, die da liegen, 3 eigentlich nicht mal brauchbar sind, also nicht mal zum Üben oder für irgendwas. Und wir hoffen mal, dass 3 mindestens richtig gut werden. Es ist nun einige Zeit vergangen und hier an meinem eigentlichen Arbeitsplatz kann man sehen, was in diesem ersten Rohrbau-Marathon so rausgekommen ist. Da sind jetzt also 9 Rohre mit der Fassung fest auf der Hülse fixiert, auch schon nachgezogen, die müssen jetzt gewickelt werden. Hier ist eine von den Schachteln, die sieht schon ganz erfreulich aus. Da gibt es also auf Länge geschnittene Hölzer und da gibt es Fassons. Hier zum Beispiel in der Englischhorn-Schachtel sieht es noch nicht so doll aus. Da sind nur ein paar vorgehobelte Hölzer und weiter nichts. Da muss ich also noch einiges tun. Und das eine Rohr, was ich ausprobiert hatte, das ist tatsächlich gut geworden, da ist es.
Da übe ich jetzt manchmal drauf. Das kann jetzt schon mal liegen bleiben für irgendwelche schönen Aufgaben. Ja, und hier liegt das alles so rum, was man da so braucht. Und hier ist auch mein Notenständer. Ich übe jetzt zurzeit Vivaldi, einfach so, aus Spaß. Und weil die Musik einen heiteren Charakter hat. Und das finde ich jetzt ganz hilfreich, weil das diese Pause, diese Zwangspause so lang wird, das habe ich eigentlich nicht gedacht. Vor allen Dingen ist es erschreckend, wie lange es noch dauern wird und dass man eben auch gar nicht weiß, wann es mal aufhört. Hier habe ich eben noch von den vorgehobelten Hölzchen einige 9 Stück sind immerhin geworden. Ja, die kann man nicht erwischen. Noch ganz ausgehobelt, also zu Ende. Die sind jetzt so, sagen wir mal, 68 Hundertstel dick. Die können hier schön in der Sonne nochmal durchhärten und trocknen. Da liegen noch die Späne. Da ist eine Menge Abfall inzwischen angefallen. Das Wichtigste ist nämlich das Aussortieren. Auch hier von den 9 Stück, das waren vorhin noch bestimmt 5 Stück mehr, die ich aber schon wieder aussortieren musste, weil sie sich als zu weich herausgestellt haben. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das hier, wenn das im Theater bald wieder losgeht, weil die Orchestermusik fehlt mir mittlerweile doch sehr. Und die Freizeit schön zu gestalten, ja, das ist alles ganz schön, aber irgendwie wird es doch schon eintönig.